Frauen leiden. Ja, zu den bekanntesten Frauenleiden gehören ganz sicherlich die Menstruationsbeschwerden. Die einen haben damit gar nichts zu tun und die anderen leiden wirklich Monat für Monat unter Krämpfen und Schmerzen. Grundsätzlich hilft es, Wärme in den Unterleib zu bringen, und dazu ist die einfachste Methode sicherlich, eine Wärmeflasche auf den Bauch zu legen und sich dann auch Ruhe und Entspannung zu gönnen. Eine andere Möglichkeit ist aber auch, Sport zu treiben. Denn durch Bewegung wird auch die Durchblutung angefacht. Und wenn wir irgendwie Wärme durch Sport in den Unterleib bringen, kommt es eben auch zu Krampf- und Schmerzlinderung. Wer mag, kann aber auch eine Bauchmassage machen. Und zwar mit einem Massageöl, in das Lavendel eingearbeitet ist. Oder ihr macht ein Bad mit Lavendel. Denn der Lavendel ist ja bekanntermaßen auch krampflösend und schmerzlindernd. Und wenn all diese Maßnahmen nicht wirken, dann empfehle ich euch, einen Tee zu trinken aus drei Heilpflanzen, die ich euch jetzt vorstellen möchte. Die erste Pflanze, die ich euch vorstellen möchte, ist der Frauenmantel. Und der Frauenmantel hat wirklich ein sehr ungewöhnliches Blatt. Das Blatt ist rund, am Rand gezackt. Und wenn wir es so rumhalten, dann sieht es aus wirklich wie ein Cape, wie ein kleines Mäntelchen. Es ist wirklich ein Schutzmantel für die Frau, und das können wir auch im übertragenen Sinne so sehen, denn diese Pflanze hat tatsächlich eine richtige Schutz- und Heilwirkung bei Frauenleiden jeder Art. Denn sie wirkt wirklich regulierend auf den weiblichen Hormonhaushalt, und ganz besonders hat sie eine progesteronähnliche Wirkung. Das ist das Hormon, was vorherrschend in der zweiten Zyklushälfte ist. Und wir können diese Pflanze wirklich ohne Nebenwirkungen bei allen möglichen Frauenbeschwerden einsetzen, so eben auch bei Menstruationsbeschwerden. Vom Frauenmantel erntet man immer das blühende Kraut. Das bedeutet, jetzt zur Blütezeit ernten wir sowohl die Blüten, Stängel und auch die Blätter. Und wenn wir jetzt im Frühsommer ernten, also wirklich abernten, dann wächst die Pflanze auch nochmal komplett nach. Und so könnt ihr dann auch im Spätsommer nochmals ernten. Solltet ihr jetzt in der Alpenregion leben, dann findet ihr vielleicht bei euch auch den Silbermantel. Das ist eine Variante des Frauenmantels, Alchemilla alpina. Und hier haben wir eine etwas andere Blattform, und vor allen Dingen auf der Rückseite ist er silberfarben. Und auch dieser Frauenmantel, also der Silbermantel, ist heilkräftig. Also solltet ihr den finden, könnt ihr ihn auch genauso wie den Frauenmantel nutzen. Was ihr hier hingegen seht, das ist die Zuchtform des Frauenmantels, nämlich meistens Alchemilla mollis oder auch als großblättriger Frauenmantel bezeichnet. Das ist die Form, wie ihr ihn in Gärtnereien kaufen könnt, und der hat einfach sehr, sehr große Blätter und macht eine schöne Staude, ist also wirklich eine schöne Zierpflanze fürs Staudenbeet, hat aber durch die Zucht auch viel an Wirkstoffen eingebüßt, und deswegen ist hier kaum noch Wirkstoff oder überhaupt kein Wirkstoff drin. Also das ist nicht die richtige Pflanze zum Ernten. Wenn ihr also Heilkraft erwartet, dann nehmt bitte den wilden Frauenmantel, also den ganz klassischen Alchemilla vulgaris. Die zweite Pflanze, die ich euch vorstelle, ist das Gänsefingerkraut. Gänsefingerkraut wächst vor allen Dingen an verdichteten Wegrändern und ist ganz charakteristisch, weil wir hier wirklich Finger an diesem Blatt haben, daher auch der Name. Und besonders auffallend ist auch die Rückseite, denn die Rückseite ist silberfarben. Und das Gänsefingerkraut blüht gelb, hat eine gelbe Blüte mit 5 Blütenblättern und ist jetzt im Juni, Juli sehr häufig an Wegrändern zu finden. Das Gänsefingerkraut ist wirklich das Krampfkraut schlechthin. Es lindert Krämpfe im Bereich der weiblichen Organe, aber auch im Bereich der Verdauungsorgane beispielsweise. Und Gänsefingerkraut wird eben auch zur Blütezeit geerntet. Wieder mal das ganze Kraut, Blätter, Blüten und Stängel auch. Und da aller guten Dinge drei sind, stelle ich euch jetzt als dritte im Bunde die Schafgarbe vor. Eine meiner Lieblingspflanzen, weil sie tatsächlich ein Tausendsasser ist. Sie hat ein so breites Wirkspektrum, und auch gerade im Bereich der Frauenheilkunde ist sie eine besonders wichtige Pflanze. Sie hat ein ganz besonderes Blatt,
Dieses Blatt ähnelt einer Augenbraue. Man bezeichnet sie auch als Augenbraue der Venus. Aber auch der weitere Volksname Bauchwehkraut sagt schon einiges aus, denn es ist eine Pflanze, die im Bereich der Bauchorgane sehr wirksam ist, sei es eben auf die Gebärmutter, bei Menstruationsschmerzen beispielsweise, aber auch im Bereich von Magen und Darm und der Leber und so weiter. Also eine sehr vielfältige Heilwirkung hat die Schafgarbe. Und auch von der Schafgarbe erntet man das blühende Kraut, also zur Blütezeit Blütenstängel und Blätter. Alle drei genannten Pflanzen sind wirklich bekannte Heilpflanzen. Es sind aber auch heimische Wildkräuter. Das heißt, ihr könnt diese Pflanzen wirklich ganz prima hier bei uns in Mitteleuropa ernten. Wenn ihr dazu aber keine Möglichkeit habt, könnt ihr diese Pflanzen auch ganz problemlos in Kräuterläden oder in der Apotheke kaufen. Zur Linderung von Regelschmerzen empfehle ich euch jetzt einen Tee zu trinken, und zwar von allen drei Pflanzen zu gleichen Teilen. Heißt also ein Drittel Frauenmantel, ein Drittel Gänsefingerkraut und ein Drittel Schafgarbe. Und dazu mischt man einfach diese drei Pflanzen zusammen. Ich habe jetzt hier getrocknete Kräuter. Ihr könnt das selbstverständlich auch mit frischen Kräutern machen. Allerdings solltet ihr immer den richtigen Erntezeitpunkt berücksichtigen. Und wie schon gesagt, ist es bei diesen drei Pflanzen zur Blütezeit. Also es wirkt auch nur, wenn ihr den richtigen Zeitpunkt erwischt. Und den hat man ja nicht das ganze Jahr über. Deswegen ist es schon in gewisser Weise sinnvoll, zur richtigen Zeit zu ernten und dann zu trocknen. Übrigens, wenn ihr mehr erfahren wollt über das Sammeln und Trocknen von Heilkräutern, dann schaut euch noch mal unser Video an, was wir noch mal als Link unten in den Text reinsetzen: Heilkräuter sammeln und trocknen. Von dieser Mischung nehmt ihr jetzt einen oder zwei Teelöffel auf eine Tasse, die 200 bis 250 Milliliter fasst, gießt darauf kochendes, heißes Wasser und lasst das Ganze zugedeckt 10 Minuten ziehen. Und von diesem Tee trinkt man dann 3 bis 4 Tassen täglich über den Tag verteilt. Das ist ganz wichtig, dem Körper immer wieder einen kleinen Impuls zu geben und nicht morgens direkt 4 Tassen zu trinken. Die beste Wirkung habt ihr, wenn ihr so 5-6 Tage vor der Menstruation mit dieser kleinen Teekur beginnt. Und zwar, wenn ihr einen regelmäßigen Zyklus habt, ist das ja sehr unproblematisch. Macht euch ein kleines Kreuz im Kalender, beginnt damit und dann merkt ihr, es wird gar nicht erst so schlimm, wenn es soweit ist. Wenn ihr noch mehr Wissenswertes über Heilpflanzen erfahren möchtet, dann besucht doch einfach einen meiner Kurse als Präsenzunterricht in Olpen, Belgien oder auch als Webseminar. Schaut einfach auf meine Webseite www.viriditas-heilpflanzenwissen.com. Das war's für heute. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.